Es ist der 13. Dezember 2023. Danke, dass du heute wieder dabei bist zu einem kleinen, schnellen Video hier auf der Retrobasis bei meinem Atari Lynx Adventskalender. Ich bin Perudo und wir schauen heute mal rein, was uns das Türchen bringt. Chips Challenge heißt es auf jeden Fall. Nerdy Chip McLehem suddenly stops eating lunch. Melinda, the mental marvel, is sitting down next to him. Melinda smiles. Chip, she says, if you finish the challenge, you can join our computer club, the Bitbusters. Chip has been a distant admirer of Melina for a long time. Chip crunches his bag of pretzels and gulps. I'll do it. Please enter the code for the starting level. Nee, wir haben einfach Feuer 1. So, Chips Challenge, ich kenne das Spiel überhaupt gar nicht. Ich möchte mich ja, so wie ihr auch, ein bisschen überraschen lassen. Die Titel kann ich natürlich, weil mir diesmal keiner geholfen hat beim Aussuchen. Ein Kumpel von mir, der hatte diesen Atari Lynx tatsächlich gehabt früher. Aber ich kann mich kaum noch erinnern, dass wir das überhaupt großartig gespielt haben. Aber ist egal. Und wir starten einfach mal dieses Spiel. So, jetzt wenn wir mal gemeinsam überlegen, was wir hier machen können. Also, wir können die Chips einsammeln. Schlüssel einsammeln, durch das orangen Tor gehen. Okay, ich denke, ich würde sagen, wir essen mal alle. Wir essen mal alle Chips, die es so gibt. So, grün haben wir noch keinen Schlüssel, aber orange haben wir einen. Das sind einzelne Räume. Schnipp, schnipp, schnipp. Grüner Schlüssel, sehr schön. Ah, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir gar keinen. Einen gelben Schlüssel haben wir noch. Den letzten Chip essen wir. Und hier Fragezeichen. Ja, Peruda, klasse gemacht. Collect Chips to get pass. Pass the Chips Socket. Use keys down to open doors. Ja, haben wir gemacht. Jo. Hätten wir geschafft. Okay. Jetzt lesen wir doch mal die Anleitung erstmal. Push blocks into water to make dirt. Watch out for Monsters. Okay. Ah, okay, ich kann hier schieben. Dirt. Ah, okay. Das heißt, wir müssen auch noch ein bisschen rätseln. Ups. Das war nicht geplant. Ich esse jetzt mal die Chips hier, ich habe Hunger. So. Schieb den nach oben. Und dann mache ich hier Dirt. Okay, aber ich hätte eigentlich damit erwartet, dass ich dann... Ja, aber gut, aber ich muss den doch darüber. Ah, okay, ich verstehe. Ja. So, hier rüber. Da. Dirt. Jetzt gehen wir drauf und machen da eine Plattform draus. Und jetzt können wir das rüberschieben, denke ich mal, ne? Jawohl. Watch out, Monsters. Na gut. Die scheinen immer im gleichen Radius zu gehen. Oh, die bleiben auch auf der gleichen Spur. Aber das ist gut. Okay, zwei Chips fehlen. Wo fehlen denn noch zwei? Habe ich eben. Ja, ich bin da gestorben, deswegen habe ich nicht eingesammelt. Jetzt gehen wir durch den Chipsocket. Oh, schön. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. So, lesen wir erstmal hier. Magnet for force floors. Heat Shield for Fire, Water Shield for Water, Clears for Ice. Okay, oh Gott, das ist ja wirklich kompliziert hier. So, das ist ein Wasserschild. Das heißt, wir können hier jetzt rübergehen. Ah, okay, ich verstehe. Ah, und das sind die Schuhe für Eis. Ich denke mal, das ist Eis hier. Vermute ich mal. Aber, nee, das scheint kein Eis zu sein. Hier kommen wir nicht durch. Feuer können wir auf jeden Fall nicht. Ah, okay, ich verstehe. Wir lassen uns jetzt einfach mal hier, okay, das ist das Eis. Jetzt haben wir das Feuerschild. Können wir hier durchgehen, den Chip einsammeln. Okay.
Ein Chip haben wir noch hier. Ah, okay, ich kann hier... Ah, jetzt kann ich... Jetzt bin ich gar nicht mehr von diesem... Brauchte ich da diesen Magnet für? Wahrscheinlich, ne? Jetzt kann ich durch den Chipsocket und reingehen. Cool. Ja. Chips Challenge, hier. In der Retro-Basis im Adventskalender Atari Lynx. Dankeschön, dass du dabei warst. Ich war Perudo. Ich bin noch Perudo, ne? Aber... Ja, ein schönes Türchen. Hat mich sehr gefreut. Ein schönes Kniffelspiel. Gefällt mir richtig gut. Klar, es gibt in dieser Art schon ein paar andere Spiele, aber das gefällt mir richtig gut. Und ich hätte gerne die Melinda gesehen. Ne? Der scheint da so richtig verknallt in die zu sein. Aber das bleibt uns leider verwehrt. Dankeschön fürs Zugucken. Hoffentlich bist du morgen wieder dabei. Macht's gut, euer Peruda. Tschüss.